Mir fällt gerade ein, es gab zu Hack Chiyuya auch einen Anime. Und da hat ja auch Haseo eine große Rolle gespielt und ist dann irgendwie auch zum Antagonisten mutiert. Ist das jetzt so? Sind wir da jetzt 8 Monate später? Ist das schon der epische? What the? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Rettet er sie nicht? Ist er der Böse? Ha? Welchen zu Hack? Ich glaube, da gab es auch mehrere. Ich glaube auch Hack GU. Dann gab es ja noch Hack Twilight irgendwas. Alter! Déjà-vu! Also wenn ich diese Szenen sehe, habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, Haseo zu spielen. Ich mag eigentlich dunkle Charaktere nicht. Und Haseo ist ja nun doch ein ziemlich düsterer Charakter. Ich meine, er ist wohl irgendwie nur so ein Player-Killer, aber. Ja, aber ich weiß nicht. Es liegt vielleicht an seinen Methoden, weil Gleiches mit Gleichem vergelten ist nicht gerade so meine Definition von perfekt. Ich glaube, er glaubt nicht nur, dass er einfach so weggehen könnte. Ich glaube, er tut es auch einfach. Ey, ein Typ mit solcher Waffe, da hat man nicht mehr die große Fresse. Na dann, Sai, dann wissen wir ja, du wirst ganz viel Spaß haben bei dem Let's Play. Okay, aber war da nicht irgendwie, er ist irgendwie ein PKer geworden durch diese Ereignisse, die er selbst erlebt hat? Und irgendwas passiert, weswegen er wieder vollkommen auf Level 1 rutscht und dann wieder vollkommen von vorne anfangen muss? Ich erinnere mich dunkel, dass da irgendwas war. Aber Mann, was für eine Rüstung, alter Schwede.
死臭の漂うようなキャラだな。死の恐怖。BKK、長谷尾君。うん。PC をキルする PC、すなわち、PK が横行する昨今のザ・ワールドは確かに嘆かわしい。しかし、それを力でねじ伏せる君たち PKK のやり方に、理があるだろうか。知らねえよ、そんなことは。君はなぜ、理もなければ理すらない無益な行為を続ける。月の木二番隊隊長、七司会の榊。それを見過ごすことはできないそうだ。月の木？なんだそれ、ギルドの名前か。あいにく、お友達の勧誘なら間に合ってるぜ。Irgendwie glaube ich nicht, dass er genug Freunde hat. Ich glaube, er braucht ein paar mehr. アトリ、君の知り合いなのか？アトリ、ネットゲームで同系の PC に会うのは別段珍しいことではない。とんでも人違いだな。Wen hast du、Sakaki oder Atori? ショートメールの着信か。デルタサーバー、隠され資金団の日だ。アルケケルン大爆破。待ちなさい。息があるのも大概にしろ。君たち、PKK の行っている行為は、PK と変わらないということを心しておけ。Ich weiß nicht, ob sie das getan hat, um gut für den Typen dazustehen. Ich denke mal eher, das ist wirklich ihre Meinung dazu. Ich hab gerade echt ein Déjà-vu, diesen Ort kenne ich. Vom Anime her, glaube. Ja, Kater, der Kühlschrank ist nass, der taut auf. Ober! しぶりだな、ハセオ。いや、今は死の恐怖と呼ぶべきか。強くなったな、あの頃よりもずっと。強くなるしかなかったんだよ、あんたのおかげでな。あんた、今まで一体どこに。ハセオ、お前は今のところよく期待に応えてくれてるよ。War der nicht einer der Bösen? が解体した時も、あんたは来なかった。あんた、この半年間何してた？そいつは小さな種子だった。そこに宿るものが何なのか確かめる術はただ一つだから、俺はそれを育てた。育てた？何のことだ、オーバー。比喩的な言い回しさ。あんたが突然いなくなって俺たちは、なんであの時いなくなっちまったんだ。あの後、死ぬ。Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das vielleicht gemacht hat, um gut vor ihm dazustehen. Vielleicht ist das wirklich ihre Meinung. Ich selber bin so ein Typ. Und das mache ich nicht, um jemand anders zu gefallen. Ich finde es einfach nur sehr unhöflich. あれはただの PK じゃなかった。シノのこと知ってたのか。ああ、だが分かったのはそこまでだ。シノがなぜ意識不明になったのか、あの日あの時一体何が起こったのか、トライエッジに会うことが叶ったなら何かが分かるかもしれない。
あるいはトライエッジを倒せば、シノの意識が戻るかもしれない。俺の調査が正しければ、今日ヤツが戻ってくる。あの悲劇の舞台にな。悲劇の舞台。いや、ich glaube, der Kleine fühlt sich wohl hier langsam. Ja, ich meine, irgendwo hast du ja recht, aber ist das so ein zweischneidiges Schwert? Maulst du jetzt rum, weil die Dose sich nicht alleine leert? Ist dir nicht genug Platz? Ich hab aufgeräumt. Für dich, Kater. Für dich, mein lieber Sassy Skipper, whatever. Sassy! Na, guck mal. Oh. Während wir die Szene genießen. Du hast ihn gehört! Klingt er nicht niedlich? Ich habe gesagt, er hat eine schöne Stimme. Oh, dieser wahnsinnige Blick! Psycho-Antagonist! Oh, den Ort kenne ich auch. Der ist ja sehr entscheidend für den Protagonisten aus den alten Hexspielen gewesen. Da hat er ja Black Rose getroffen. Und Aura. Eigentlich stand da mal die Statue von Aura, aber mittlerweile steht sie wohl nicht mehr dort. Also ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Es gibt so gesehen keine Strafe fürs Sterben in diesem Spiel. Heck hat eine etwas intensivere Story. Also dazu muss man echt Anime, Co. und alles kennen, um da durchzublicken einigermaßen. Wenn du stirbst, kannst du im Prinzip ganz normal wiederbelebt werden, außer du kämpfst gegen bestimmte Monster und verlierst. Also zum Beispiel hier wahrscheinlich Dry-Edge. Wenn Dry-Edge dich killt, fällst du ins Koma in der realen Welt. Kite hieß er, genau, Kite hieß er. Und der Charakter, den er ja darstellt, da, also Tri-Edge, ist ja Kite. Aber ich glaube, das ist nicht der echte Kite. Ja, hier im Spiel bekommst du trotzdem ein Game Over, wenn du verlierst. Also, soweit ist es dann, wenn du spielst, ja, doch ein bisschen realistischer. Verlieren ist dann böse. Aber es gibt ja auch jetzt ganz viele Thematiken, die sich mit den Realität wird ins reale Leben verfrachtet befassen. Ich glaube, dieser Kite ist ein Virus. Hm.
Das sieht sehr... Ja. Das ist jetzt böse. Ich glaube, der hat gerade, ich weiß nicht, seinen Kern zerstört, Haseos Levels geklaut, ihn total, also auf alle Fälle hat er irgendwie seine Daten verändert. Aber ich weiß nicht, ob er ihn jetzt getötet hat. Nee, ich glaube nicht. Ah, was war mit Haseo nochmal? Ich kann mich leider nicht erinnern. War Haseo wie Tsubasa, dass er nicht mehr dann The World verlassen konnte? Ja, ich weiß, aber es gibt zum Beispiel Tsubasa aus dem ersten... Aus dem ersten Hackspiel. Tsubasa konnte sich zum Beispiel nicht ausloggen. Das heißt, die lag zwar in der Realität im Koma, aber war trotzdem noch im Spiel. Aber alle anderen aus dem anderen Hackspielen, die waren zwar irgendwie, also die waren im Koma, aber waren auch nicht mehr im Spiel. Der, ihre Daten waren komplett zerstört. Aber hier bei Haseo sieht das aus, als wenn seine Daten einfach neu geordnet, neu hergestellt, wie immer wurden. Prozess wird fortgesetzt. System, ne? Ich denke mal, hier wurde er zwar ins Koma versetzt, aber sein Charakter wurde neu formatiert. Weil das ist eine Fähigkeit des Twilight Bracelets, dass es Daten neu formatieren kann. Es kann Virenkerne aus Charakteren bzw. aus Daten rausziehen und dadurch die Daten komplett ändern. Und das, was dieser Tri-Edge eingesetzt hat, das war im Prinzip das Twilight Bracelet von Kite. Mir scheint es echt so, hier, Haseo wird wohl aus dem Spiel nicht rauskommen können, eventuell. Oder ist er vielleicht schon draußen? Ich war gerade in deinen E-Mails, Junge. Ja. バカな。削除なんてした覚えないぞ。全部消えてるのか。昔シノがくれたメールも。いや、ich glaube。とりあえず見てみ。 Erstmal will ich sehen, ob es hier ein Lockout gibt. Nee. Das ist seltsam. Du hast eine neue E-Mail von Oren. Aha. Vor dir liegen zwei Pfade. Der eine führt dich in Sicherheit und Schande. Auf diesem Pfad gibst du The World auf und lockst dich nicht mehr ein. Der andere Pfad führt zu Gefahren und Stolz. Auf diesem Pfad spielst du The World weiter und führst deine Suche nach der Wahrheit fort. Lass es mich schonungslos sagen. Der letzte Pfad ist qualvoll und bedroht deinen Körper und Geist. Wenn du ihn gewählt hast, gibt es kein Zurück mehr. Wenn du dennoch beschließt, diesen Pfad zu gehen, wird eine Zeit kommen, zu der du und ich uns in The World erneut gegenüberstehen. Wenn es soweit ist, werde ich folgende Worte ein weiteres Mal an dich richten. Willkommen to the world. Oder Welcome to the world. Ich glaube, das steht für ihn außer Frage, mit The World aufzuhören. Ach genau, und so fangen wir dann auf Level 1 im Prinzip wieder an. Also das, was er in 8 Monaten sich erarbeitet hat, ja, ist jetzt futsch. Yay!
Na, wie geil. Willkommen bei Online-Check, dem kompromisslosen Informationsprogramm, das euch den heißesten Themen serviert. Okay. Scheint so eine Art Gaming-Dingens zu sein, also da sollten wir ein Auge drauf haben. Weil hier könnten wir eventuell Catchphrases, also Schlagworte bekommen, die wir für The World brauchen. The World. Och. Und das ist auch interessant, es heißt hier The World R2. Weil, ich glaube, bei Kitte wurde The World, also die erste The World, komplett neu geschrieben danach. Und so wurde daraus The World R2. Es Awardo? Was meinst du denn damit? Meinst du jetzt Sau? Raumstation fast vollendet. Kater, du weißt, da drinnen ist Wasser. Cecil? Skipper? Ich teste, auf welchen Namen er hört. Er hört irgendwie auf Kane. Naja, wird er merken, wenn er die nasse Schnauze kriegt. Savada. Ich kann kein so gutes Japanisch. Ich meine, ich kann... Konnichiwa, watashi wa Renya desu. Genki desu ka? Hashimemashite, dozo yoroshiku. Ja. Ach, wie schön, es gibt ein Video, können wir uns... Ich bin gerade ein bisschen platt. Wir können das Video ansehen. Es ist sogar animiert, oh mein Gott! Ich bin gerade echt fasziniert, dass wir hier drinne Videos angucken können. Also das konnte man im Alten nicht. Aber das, dass man da sogar mit so schöner Anime-Grafik hat. Awesome. Das Spiel wurde ja im Prinzip remaked für die PS4. Die gab es ja in 4 Teilen auf PS2 und PS3, glaube ich. Also für die PS4 ist es heute erst erschienen. Auf den anderen Versionen wesentlich früher. Ich glaube so 2000 rum. Du weißt, bei sowas muss ich leider immer passend sein. Meine Recherche ist, beschäftigt sich mit, ich spiele das Spiel und das weiß ich von dem Spiel, weil ich es weiß und der Rest, ja, egal. Das hatten wir doch schon. Sind Spiele schuld an Jugendkriminalität? Na, da haben sie aber einen Reporter aus Deutschland eingeflogen, wa? Ich bin ein Held. Dieser Satz wurde in einem Skizzenbuch in der Schultasche eines Jungen gefunden. Laut Experten sind Videospiele für die jüngsten Ausbrüche von Jugendkriminalität verantwortlich. Spiele haben eine viel bessere Grafik als Romane und Comics und sind interaktiv. Kinder können sich leicht mit dem Protagonisten ihrer Lieblingsspiele identifizieren. Das ist ein gefährliches Phänomen. Was würde zum Beispiel geschehen, wenn ein Kind ein extremes Actionspiel spielt und wirklich glaubt, dass es der Hauptcharakter des Spiels ist? Es könnte möglicherweise im realen Leben genauso handeln wie im Spiel. An die Konsequenzen zu denken, macht mir Angst. Es gibt mehrere Fälle, in denen Eltern der von Spielen beeinflussten Täter oder von Opfern die Spielehersteller verklagt haben, weil sie diese dafür verantwortlich machten, dass ihre Kinder kriminell geworden oder zu Tode gekommen sind. Ich glaube, das wollen sie gerade hier auch andeuten. Die Antwort der Spielehersteller lautet, wir haben ein sehr gutes Bewertungssystem in unsere Spiele implementiert und niemand darf sie kaufen, ohne sich auszuweisen. Vielleicht sind die Eltern, die ihren Kindern den Kauf solcher Spiele erlauben, die wahren Schuldigen. Also hier wirkt irgendwie die Schuld von einem zum anderen geschoben. Ein Freund eines Opfers sagte Folgendes. Man kann die Schuld nicht nur bei einer Seite suchen, die Sache ist komplexer. Alle Beteiligten tragen Schuld. Spielehersteller, Eltern und auch ich selbst. Wir alle sollten das begreifen und den sinnlosen Streit beenden. Schließlich bringt ein Streit Verlorenes nicht zurück. Kluge Worte eines klugen Schülers, der wahrscheinlich selber Gamer ist. Oh, das sind die neuen, ja, die beschäftigen sich da auch mit diesen VR-Brillen schon.
Wie gesagt, Heck war ja irgendwie so ein bisschen die Vorlage zu Sao, also der Sao erfunden hat, war ein übelster Heck-Fan und wollte dann sein eigenes Heck sozusagen machen, mit seinem eigenen Charakter. Und daraus ist Sao entstanden. Kato, wenn du was runterschmeißt, kracht's. Aber kein Applaus. Das nennen wir mal schönen Werbespot. Okay. Ist das jetzt hier eine Reise? Ja, es sieht aus wie eine Reise ins Weltall. Ist das eine Reise ins Weltall? Nee. Werbung, wie man sie sich vorstellt. Mit klugen Werbeleuten geht das auch. Alter, ist hier noch viel drin. Und ich finde das so schön. Ich glaube, das sind sogar wirklich Szenen aus dem Anime selber. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oder sie haben diese Szenen in den Anime selbst implementiert. Das ist geil, mit dieser Brille unterwegs zocken. Da bekommt Handheld eine neue Bedeutung. Kato? Ich glaube, ich muss mal kurz den Kato das Fell über die Ohren ziehen. Skipper? So, da bin ich wieder. Kater mal fix die Ohren übers Fell gezogen. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß, was ihn gestört hat oder was ihn interessiert hat. Und zwar meine Rittersport Spekulatius Schokolade. Ja. Und mein Fisch. Den ich mir wahrscheinlich heute noch machen werde, weil ich noch Hunger habe. Auch wenn man so spät am Abend nichts mehr essen sollte. Aber ich habe heute vor, ein bisschen länger online zu sein. Auch wenn ich euch vielleicht davon abhalte, Loot für die Welt zu gucken. Okay. Ist das... Tod durch Spiele. Eine weltweite Epidemie. Ah, das ist ein Artikel... Okay. Oh, die erzählen hier, dass Leute an Herzversagen sterben. 30 Stunden am Stück gespielt. Oh, okay. Schütteln kann, um den Dunkelmodus zu aktivieren. Was meinst du denn jetzt, es sei? Gelöschte Daten, andauernde Wut. Ein Blitz und der Word war weg. Es sind fast 2 Jahre vergangen, seit das mit 20 Millionen Spielen verkauft. Ach, 20 Millionen verkauften Exemplaren. Ah, okay. War das die Zeit von Kite oder war das die Zeit von dem Nachfolger, der Kites Account übernommen hat? Das Spieleprogramm der Charakterdaten und Cyberdaten waren zur Asche verbrannt und der Rest im Löschwasser ertrunken. Das ist scheiße für einige Spieler gewesen, sicher. Stell dir vor, du hast so einen Level 100 Charakter, hast übelstes Loot gesammelt, übelst die geile Waffen und geilen Rüstung. Und dann sagt man dir, nee, sorry, ist nicht, dein Account ist sozusagen in Flammen aufgegangen. Das klingt cool. Wozu ist denn der Dunkelmodus da? Siehst du dann kein Bild mehr und hörst dann nur noch meine Stimme oder was?
Oh, ist das schön! Schau dir dieses Bild an. So sah das damals aus, als das erste Hackspiel rauskam. So sah das Titelbild aus. Echt geil. Oh, das ist so geil, das gerade zu sehen. Ich freue mich. Ich bin gerade ein bisschen hyper. Oh, das ist cool. Alter Schwede. Wenn es weg ist, kommt es nicht wieder. Das ist eine geile Devise. Ach so. Okay. Was ist ein ubiquitäre Familien, hä? Also ich denke mal, hier steht auch einiges, was mehr so ins Drumherum um das Spiel einweihen soll. Was ich jetzt aber nicht wirklich als relevant vielleicht sehen würde, aber was halt die Welt ein bisschen ja mehr verdeutlicht.最も 我がオンライン弱は独自のデータをもとに調査を開始した。私が世界を救う!サルバドール!ドール症候群。Ich muss gerade sagen, ich finde den Typen interessant. 原因は環境ホルモンとかいろんな説があるけれど、僕が注目したいのはこの本、ネットゲームが子供を人形にするドール症候群の警告。 この本を書いたのは、ここに住む筑波大学医学部の菅井太一郎という偉い人。この本によれば、ドール症候群の元凶はなんとネットゲームにあるらしい。ネットゲーム、ザ・ワールドとか有名だよね。アイハラも大好きだ。全世界で1200万人が夢中のネットゲームが奇病の原因とおっしゃるわけだ。何年か前にも、ザ・ワールドが原因で意識不明者が出たとか出ないとかって話があったけれど、今度はドール症候群もネットゲームのせいですか。 ネットゲームに世間の風は冷たいよ。だったらこの本の根拠をお聞かせ願おうというわけだ。ではいざ。なんだこんな夜遅く。どうも、僕オンラインジャックの。ガイルチェシニック。教授が出版したネットゲームが子供を人形にするについてお聞きしたいんですが。 門前払い?開けて菅井教授、お話聞かせてちょうだい。どうせわしの本をとんでも扱いしたくて来たんだろう。来いれ。ここでちゃんと弁解しないと、ますます疑われますよ。弁解することなどない。わしは独自の調査に基づいて事実を書いただけだ。独自のデータとか言って、そのデータの出所が怪しかったりするんですよね。お前らと一緒にするな。だったら、データのソースを明かしてくださいよ。教授に迷惑はかけませんから。 Ich liebe dieses Kisama. ありふれたこの小学校を病魔が蝕んでいるんでしょうか。ではいざ。 サルバドル・アイハラが来たからには安心したまえ。何ですか、あなた授業中に。おお、こんなところに可憐な一輪の花が。セニョリータ、僕と一緒に世界を救おう、サルバドール。いや。
Alter, was ist das für ein verrauchtes Lehrerzimmer? アポなし取材が番組のモットーです。芸能界って常識ないんだから。怒った顔も魅力的。一体何の取材ですか？ドール症候群ですよ。4年1組担任田島みちる先生。 Also ich muss sagen, sowas, dieses ganze Drumherum lockert das Spiel wahrscheinlich noch tierischst auf. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ein bisschen störend wird, wenn, wenn man eigentlich in der Story weiter fortschreiten will oder wenn, wie soll ich sagen, es gerade spannend wird.